Hallo Leute, euer Influencer Mark Bellinghaus hier. Ich habe, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich enttäuscht bin. Aber als ich in 2005 in Amerika gegen diese Bande von Betrügern, Dieben und hundsgemeinen Leuten vorgegangen bin, da gab es immer Rückschläge, da gab es Schlappen, da gab es auch mal irgendwo einen Verlust vor Gericht. Aber wir haben weitergekämpft und das mache ich. Ich werde sofort, wenn ich die Papiere auch in der Hand habe, werde ich nach Hamm ziehen vor das höhere Gericht und werde denen sagen, das geht nicht. Die haben mich hier beschissen nach Strich und Faden. Wie kann denn ein Landgericht, das das Theater Münster dauernd zu Besuch hat, heute Abend spielen die wieder in Nau-Hanau mit der Schauspielerin, die bei Kinderhäusern mitspielt. Es ist doch klar, dass sie die freisprechen müssen, dass sie die als ganz unschuldig hinstellen müssen. Sonst haben die ja da ein paar Kriminelle im Gericht. Und genau das ist es. Also, naja, mal was anderes. Ich habe gekocht wieder und das könnte euch vielleicht auch gefallen. Ich zeige das mal kurz. Das ist heute Abend Chicken Pollo Mole. Das ist was ganz Leckeres. Und zwar ist das mit Schoko, mit Bitterschokolade drüber. Das hier ist Hähnchen. So medium gemacht, also schön weich. Dann Gemüse, Reis. Das habe ich gelernt von der Mutter von meinem ehemaligen wunderschönen Boyfriend Renaldo Vasquez González. Was für ein Name, oder? Was hat Renaldo? Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich habe heute noch nichts Richtiges gegessen. Aber das ist mein Tipp. Also Hähnchen mit Gemüse und Couscous-Gewürzen. Reis, ich mache da ja immer ganz viel Roggen und so ganz leckere Sachen rein, wie ihr seht. Und das wollte ich euch nur zeigen. Müsst ihr mal probieren, dieser Geschmack von bitterer Schokolade oder zartbitterer Schokolade, den gibt es auch als Kakaopulver. Könnt ihr so drüber streuen, das ist eine gute Idee. Also, schönen Abend, lasst es euch auch schmecken. Tschüss.